Polonia. Leite den Aufschlag von Hugo Calderano lesen. Und das ist der Weg. Sehr, sehr viele direkte Punkte. Aber wenn man dann im Ballwechsel ist, da tatsächlich Untersuchungen gezeigt. Also es ist ein schmaler Grat, mit welchem Rückschlag man da insgesamt der Öffner als erster zu attackieren. Sehr gut gespielt. 2:1 zurückliegt. Und da ist ein. Und da ist sehr schnell. Hat er in und da war und da geht und doch und er wollte eigentlich eine und wieder die ähnliche Aufschlagvariante. Den Aufschlag nicht richtig einschätzt. Jetzt dafür aber um, dass man ja auch so ein bisschen manchmal Probleme mit der Risikoeinschätzung hat. Und wieder parallel. Super gespielt. Das sind die Bälle, die Hugo Calderano zur Nummer 17 der Welt gemacht haben. Und sofort parallel gewechselt. Mit Vorhand. Wir sehen es bestimmt nochmal hier. Gut variiert. Und auch wenn er etwas hoch geht, eine Chance für Thiago Apollon. Und nicht entgehen. Im aggressiven Rückhand Topspin nach vorne. Bewegt sich gut, ist auch jetzt über dem Tisch ein bisschen der flexiblere Spieler. Gut kurz gespielt hier auf den Halblang danach. Gut auf den Körper und nachgespielt. Sehr gut von Hugo Calderano. Hat sehr, sehr gut agiert. Fünf Satzbälle. Und den, bin mal gespannt, in welche Richtung hier Satz Nummer 3 geht. Standen zu sehr. Hugo Calderano ja wirklich ein sehr, sehr kompletter Spieler mittlerweile. Wenn er bis dann spielt, dann ist er wirklich schwer zu schlagen.
Banane wartet, da kann er natürlich die ganze Geschwindigkeit mitnehmen. Und dann ist dieser... So wie er es phasenweise im ersten Satz getan hat. Natürlich sehr aggressiv beschleunigt, jetzt eben gerade mehr mit Seit unter. Und wenn man dann so aggressiv mit der Rückhand anfangen kann, dann ist natürlich auch einfach nachzuspielen. Hier einmal sehr schön nachgespielt, auch so ein bisschen seitlich noch. Hugo Calderano bislang jetzt aus einem Guss. Wir hatten eine Menge wechselnder Führungen gesehen. Als hätte er mich... Wenn der Ball so auf den Tisch geht, ist ganz schwer. Und Aufschlag nicht so richtig ins Spiel hinein. Und jetzt... Wahnsinn! Wahnsinn! Und dann nimmt er den. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz überraschend, so wie dieses ganze Spiel, wie dieser ganze... Erholung, wenn der Ball in zwei Teile während des Ballwechsels bricht. Ist immer wieder enorm. Wie Hugo Calderano da vor allem mit der Rückhand beschleunigen kann und sich so in die gute Position bringt, wenn er das danach schafft, vorne am Tisch zu bleiben, ist er... Rückhand-Topspin, der ja eigentlich auf den halblangen Ball schon gespielt wurde. Sehr gut reagiert. Rumging und eigentlich eine gute Platzierung wählte. Hier werden wir es gleich sehen. In die Mitte. Da direkt den Gegenspin spielend. Und tja, 4:3. Ehrlich, gute Möglichkeiten mit Vorhand nachzuspielen. Die muss ich erfolgreich spielen. Will ich gewinnen. Wie klar er versucht, eben am Tisch zu bleiben, um dieses klassische Spin-Spin gegen Calderano zu verhindern. Das ist richtig gut. Und Calderano, 8:7 Führung, Thiago Apollonia. Und da zeigt er richtig. Und dann nimmt er den ersten. Wahnsinn. Thiago Apollonia gewinnt 3:1 gegen Hugo Calderano. Sicherlich, ich will nicht sagen, eine Überraschung, aber sicherlich
für mich ein klein wenig überraschend, insofern als dass Thiago Apollonia dabei 1:1, 8:4 Führung schon ein klein wenig mit dem Rücken zur Wand stand. Aber danach im Stile eines Champions diesen Satz gedreht hat und sich dann auch in Satz Nummer 4 als, ja, ich will mal sagen, der etwas bessere Taktiker erwiesen hat. Sehr, sehr gut seine Chance suchend und nutzend. Ja, am Ende ins Finale ist eingezogen der erste FC Saarbrücken. Und dort wartet kein Geringerer als Borussia Düsseldorf. Thiago Apollonia mit seinen 2 Matches sicherlich der Matchwinner.